Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir an mit der schlechten Nachricht. Es ist Montag. Oh no! Und jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Es ist Montag! Und das heißt, es gibt eine neue Folge. Micha's Best of the Week TikToks! So sieht's nämlich aus. Deshalb dieses Video hier auch im Hochformat, bevor ihr euch wundert, warum dieser Honk dieses Video im Hochformat dreht. Wir starten heute rein in die letzte Woche TikTok. Hier gibt's die besten, die witzigsten, meine aufrufstärksten TikToks. Und bevor wir ins Video starten, an alle Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg, Bayern und ich glaube Hessen, wenn ich's richtig weiß. Heute beginnt die Schule. Ich wünsche euch einen guten Start in das neue Schuljahr. Viel Erfolg und so weiter. Und lasst euch nicht zu stark von TikTok ablenken. Aber ganz egal, damit fangen wir jetzt einfach an, denn es geht jetzt los mit Micha's Best of the Week TikToks! Nummer 1. Warum ich dieses Instrument, also Tuba, spiele, das ist mal eine gute Frage. Dazu muss ich jetzt mal ganz kurz ausholen. Also ich habe ganz am Anfang mit der Blockflöte angefangen, dann mit der Klarinette. Und dann war ich irgendwann auf einer Orchesterfreizeit und dort war ich mit jemandem im Zimmer, der Tuba gespielt hat. Und dann fand ich in dieser Woche die Tuba so viel interessanter als damals die Klarinette, so dass ich daheim gekommen bin und habe gesagt, ich will jetzt Tuba lernen. Gesagt, getan, mir eine Tuba organisiert und Tuba gelernt. Und so kam ich zu Tuba und stellt euch mal vor, ich wäre nicht in dieser Orchesterfreizeit gewesen, dann hätte es sein können, dass ich heute noch erfolglos Klarinette spiele. Also Micha, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Nummer 2. Ob die Tuba aus Plastik ist? Hallo? Bist du aus Plastik? Ja, ich bin aus Plastik. Nummer 3. Ganz schwieriges Thema. Nummer 4. Kannst du die Noten auswendig oder hast du hinter deinem Handy noch die Noten stehen? Die Frage bekomme ich immer wieder von euch gestellt und ganz klar, ja, ich spiele alles auswendig bzw. nach Gehör. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich es zu Hause üben, so lange bis es auswendig klappt. Weil auch auf der Bühne, wie ihr hier seht, habe ich keine Zeit noch nach Noten zu schauen. Nummer 5. Wo ich meinen blauen Haken gekauft habe, habt ihr das nicht mitbekommen? Gestern am 7.9. gab es bei Lidl für 1,74 den blauen Haken zu kaufen. Aber soweit ich weiß, sind die inzwischen alle schon ausverkauft. Nummer 6. Könnt ihr mal ruhig sein? Den einzigen Hub, okay? Ihr wisst alle, wann der kommt. Felix ist ready? Okay, mit einem. Hab ich nicht gesagt, ihr sollt aufpassen? Nochmal. Oh nein. Könnt ihr mal ruhig sein? Okay, okay. Wir schaffen es, okay. Wir schaffen es. Okay, und? Video Nummer 7. So Leute, ich gehe jetzt mit 150 Euro ins Casino und ihr habt jetzt Zeit, bis ich wieder rauskomme, zu kommentieren, mit wie viel Euro ich wieder rauskomme. Alle, die das richtige Ergebnis reinschreiben, bekommen ein Rampensau-T-Shirt von mir. Und jetzt geht's los, wünscht mir Glück. Yo, und das Ganze war schon wieder mit einer Woche TikTok. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach unten. Und dann wird es dieses Format wieder nächsten Montag selber Zeitpunkt, selber Ort und Stelle geben. Und bis dahin könnt ihr gerne auf TikTok vorbeischauen. Wie auch immer, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Peace out, liebe Grüße, Micha von der Rampe.